Willkommen zu einer weiteren Folge von We Are Football mit dem Verein SSV Ulm 1846. Ja, wir haben gegen den SC Freiburg, die zweite Mannschaft, 1 zu 1 nur gespielt. Das war recht enttäuschend, aber egal. Müssen wir durch. So, als nächstes spielen wir gegen den FK Pirmasens. Und diesmal gehe ich nicht ins Trainingslager. Mal gucken. Persönliches. Erstmal eine Weiterbildung. Hip-Hop, hip-hip, 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 hooray. So, weiter geht's. Hier müssen wir noch 14 Tage warten. So ist das eben, kann man nichts machen. So, Sitz passt, Vakuum hat Luft, das kann man alles machen. Ich muss mal gucken, nicht Taktik ändern, Aufstellung ändern. So, mal sehen. Ne, das passt ja alles. So, okay. Anders geht's nun mal. Wir haben aber jetzt schon einige Spieler neu gekauft für nächste Saison. War schon ein bisschen was Vorarbeit geleistet. Aber anders geht's. Wir müssen mit dem Rumpf gerade erst zurechtkommen. Bin gespannt, wie wir hier abschneiden. 32. Spieltag. Wir haben noch ein paar Spiele. Mal gucken. So, wir machen erstmal Ditte und Verbindung, Vertragsverlängerung, Bandenwerbung, Verlängerung. Ne. Brauchen wir nicht, wollen wir nicht, fort damit. Dann machen wir nächste Saison neue. So, weiter geht's. Wir haben, was haben wir jetzt? Ein Heimspiel, ein Auswärtsspiel. Da müssen wir auch Auswärtsspiele nehmen. Yep. Und weiter geht's. Paris, Athen, auf Wiedersehen. So, weiter geht's. Gucken wir mal, wie wir uns gegen Pirmasens schlagen. Einen Managerpunkt, besser als gar nichts. Der Spieler Robin Heuss hat sich leider erkrankt, ist leider erkrankt. Ja. Es war eh nur ein Ersatzspieler. Na gut. Ja, da müssen wir auch dran arbeiten. Aber wir arbeiten erstmal hier mit dran. Das bleibt alles wie gehabt eingestellt. Das ist eine gute Taktik meines Erachtens. Hat sich die letzten zwei Spiele, drei Spiele nicht gezeigt, aber naja, mal gucken. Wir spielen erstmal gegen Pirmasens auswärts. Angriff Pirmasens. Oh, das ist denn nicht mehr normal. Jetzt kriegt mir hier einen rein. Sind wir dran? Daneben. Freistoß für uns. Pfosten. Und nichts passiert. Wieder ein Angriff für uns. Und 1 zu 1, Tobias Rühle. So, dann kann man erstmal wieder zurückstellen. Nimmt die Zweikämpfe an. Freistoß für uns. Abseits. Angriff für uns wieder. Und 2 zu 1 durch Anton Pink. Sehr gut. Angriff Pirmasens. Ja, war wie immer. Es ist echt nicht mehr feierlich, sowas.
Ecke Pirmasens. Alter, das gibt's doch nicht, das ist doch unnormal. Also wirklich. Es geht so gar nicht. Kriegst hier eins hat dem anderen reingeknallt, das geht nicht. Ja. Ja, ist klar, meine Güte. Das ist doch nicht mehr normal, sowas. Das war dann wohl. Das Ding ist gelaufen, das haben wir verloren. Das Spiel verlieren wir auf jeden Fall. Aber auch schon nicht weiter auf voller Angriff gehen. Also voller Attacke. So, jetzt müssen wir es mal auswechseln. Nehmen wir den rein. Stürmer raus, Morina rein. Ja, den rein und den raus. Die beiden werden getauscht. Einen Wechsel haben wir noch. Ja, in und defensiven Mittelfeldspieler, dann können wir den auch einsetzen. Und weiter geht's. So lassen wir jetzt zu Ende spielen. Ist mir egal, das bringt nichts. Wir haben halt zu schlechte Mannschaft, sag ich mal auf gut Deutsch. Eine Ecke für uns. Oh, leider daneben. Eider aus. So sehen Sieger aus. Ja, ja. Na, ja, so ist er eben. Jetzt sind wir nochmal dran. Daneben. Ecke für uns. Leider nichts passiert. Konter. Angriff für uns. Oh, 4-3 ist ja Wahnsinn. Aber nützt mir auch nichts. Also diese Woche war absolut scheiße. Also da war ein Sieg und drei Niederlagen und ein Unentschieden. Ah ja, so ist es eben, kann man nichts machen. Außer besser spielen vielleicht. Da kann man nichts gegen machen, egal. Gut, der hat nichts erreicht, der kann das mal weiter trainieren. Oh, Erfahrungsstufe, Kilic, zentrales Mittelfeld. Ah, das ist gut, Junge, das ist gut, mach's gut. So, das war's dann wieder für diese Woche. Ich wünsche euch ein angenehmes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder, wenn wir gegen Elversberg spielen. Bis Montag dann. Ciao, ciao.